Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Army. Heute mal mit einer Runde, oder jetzt mal mit einer Runde Survival. Ich dachte mir, das wäre auch mal eine willkommene Abwechslung, mal wieder eine Runde Survival zu spielen. Dieses Mal habe ich, den Osprey und halt auch ein paar andere Türme als sonst genommen. Der hier verlangsamt, das hier ist mehr so für Entfernung. Dementsprechend habe ich mich dafür entschieden. Ich denke mal, es wird gehen. Jetzt muss nur noch der Mark ready gehen. Ready. Dann können wir ja auch direkt mal loslegen. Ja, wir haben mittlerweile Hallo gehört. So, ja, was mache ich? Moneymaker. Zwei Stück mindestens. So. So. Okay, dann halt hier hin. Ich sagte hier hin. So. Und dann schon mal so ein paar Statusminen, also Stasisminen oder wie auch immer die Dinger heißen. Ihr wisst ja mehr als ich, haben wir ja mittlerweile gut festgestellt. So, und eine habe ich ja noch, nicht ausgerüstet. Dann passt das auch. So, das reicht erstmal theoretisch. Aber ich verlängere das trotzdem mal ein bisschen. Man weiß nie beim Survival, okay, man weiß ganz genau, was kommt, aber man weiß nie, in was für einer Geschwindigkeit man die Sachen genau braucht. Weil man kann sich auf Teammates ja eigentlich nie verlassen, eher nicht. Auf mich erst recht nicht. Und demnach, ja, so reicht es aber erstmal auf jeden Fall. Archies kann ich schon mal bauen nach hinten. Warum leuchtet das hier so komisch? Ist ja auch egal. Geil, wir haben sogar. Super, irgendjemand hat Generator dabei. Ist natürlich perfekt sowas. Lieber so. Ne, zwei Reihen konnte man von den Dingern gut nehmen. Und irgendwie will man das sogar nicht so wie ich will. Denn ich will das so haben. So, dann bauen. Ach, die Archies kommen ja noch weiter nach hinten. Erst kommt ja dann zwei Reihen von diesen Geschützen, T99. Dann eine Reihe Buckys und erst dann diese Berthas. Das ist der normale Ablauf, aber egal. Ich mag Ach nee, Archies. Hier, T99, Bucky, Archie. Ist so das normale. Haben wir überhaupt noch was? Nee. Level 2, sehr gut. Jetzt kann ich heilen. Mit Rechtsklick kann ich halt jetzt zum Beispiel, wenn das hier kaputt ist, kann ich. Nee, wollte ich gar nicht. Kann jetzt zum Beispiel so zum Bogen gehen und das Ding heilen. So. Und dadurch wird es halt dann regeneriert. Das kann ich auch mit Verbündeten machen. Ist ziemlich praktisch. Dementsprechend mache ich es auch. Jetzt kommen hier Gegner. Und ich glaube, ich muss auch hier mal Stasis nehmen. Glaube ich mir mal dreist von hier unten welche und setze sie oben ein. Denke ich mal das Beste. So. Kann man mittlerweile was Neues kaufen? Ja, kann man. Super, kann ich noch eine Stasismine 3 erreichen dann erstmal. Nach meiner Erfahrung ist es hier nämlich wesentlich schlimmer als hier. So. Ja, 1 und 3 braucht man eigentlich gar nicht, aber ist ja auch egal. Buckys sind wichtig hier. Nach den T99. Ein Patcher nach vorne ist auch immer ganz gut. Hier so hin. Und auf die andere Seite natürlich auch. Das wird hier noch wesentlich heftiger. Keine Angst, hinterher kommen auch solche Sachen wie Goliaths. Dauert allerdings nur eine Weile. Und das Schöne einfach an Survival-Runden ist, sie dauern nicht zu lange, auch nicht zu kurz. Es macht einfach Spaß und man bekommt dadurch hammer viel Erfahrung in der Regel. Dementsprechend kann ich das nur empfehlen. Und das hier haben wir eingenommen und hier sind noch gar keine Moneymaker. Ist natürlich doof. Okay, zwar doofer ein Gedanke. So. Ich darf er verkaufen. Aha.
Oben kommen noch welche. Level 4. Muss ich gleich mal ausrüsten. Und jetzt stirb. Wir haben ja echt, abgesehen vom Jet, sämtliche Einheitenarten vereint. Das ist ziemlich cool. Das hatte ich noch nie, glaube ich. Bucky. Stirb, 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 stirb. So. Und Bucky hier hin. Jo, klappt alles. Theoretisch müssten wir da nicht mal drauf schießen. Das würde auch absolut so ausreichen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Das war mein Hund. So, dann das hier. Blaster Guardian. Joa, kann man mal nehmen. Haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr in der Aufnahme. Der schießt halt mit. Kann im Laufe des Gefechts sehr hilfreich sein. Gerade funktioniert gar nichts mehr. Doch, schießen kann ich noch. Ich brauche dringend nur eine Tastatur, die spart man nicht mal. Ich weiß gar nicht, wie viele von den Dingern ich tragen kann. Ja, eins, stimmt. Ich bin nicht ausgerüstet. Ich bin voll Idiot. Welle 4 vorüber. Hier Buggys hinzusetzen ist auch sehr klug, weil die Reichweite dafür exakt genügt. Aber ich will Archies. Okay, hier kommen noch mehr von denen. Soll mir recht sein. Und ein Archie kann ich bauen. Sehr schön. Archies können hinterher dann eigentlich fast unendlich lang gesetzt werden, weil die haben so eine fette Reichweite. Das glaubt man nicht. Level 6, hier kann ich jetzt gar nicht aufrüsten, mache ich mal hier. Mit der Klasse jetzt kenne ich mich gar nicht so gut aus, außer halt, dass man heilen kann. Und das ist ziemlich cool. Mal gucken, vielleicht kann ich es hier demonstrieren. Ne, nicht so wirklich. Doch, ihn könnte ich heilen. Hier. Man sieht, ich heile ihn, er schießt. Ziemlich praktisch. Was er da macht, weiß ich nicht genau. Ich weiß nur, dass die Archies unglaublich sinnvoll sind. Okay, er macht wahrscheinlich noch eine Reihe Buggies oder so dahin. Relativ klug. So. Mal gucken, was baut er dahin. Das möchte ich jetzt selbst nämlich mal wissen. Und ja, Entschuldigung wegen dem Tonschwanken jetzt gerade. Ach du Scheiße, nee, da kommen die ersten Goliaths. Ich glaube, 8 Wellen gibt's. Okay, ich halte dich. Halt einfach drauf. Der kann dir gar nichts. Sehr nice. Ich finde es cool, dass der Heiler hier auch praktisch sein kann. Es gibt ja einige Spiele, da bringt der Heiler absolut nichts, hier in dem Strategiespiel schon. Merkt man ja. Besonders beim Einnehmen von Punkten kann das ziemlich hilfreich sein. Einer schießt, der andere heilt ihn die ganze Zeit, dann bringt auch die Anti-Mech gar nichts. Ja, dann bauen wir noch ein paar Archies oder einen. Oh, wir sind wieder ein Level aufgestiegen, haben mittlerweile 2 Blast-Dinger frei. Haben aber das maximale Einheitenlimit so erreicht, dass wir uns nicht mal einen mehr leisten können. Ja, und Level 6 scheint vorüber. Jo, und jetzt kommt Level 7.
Wo bleiben jetzt die Einheiten? Da kommen auf jeden Fall welche. Stirb nicht, Mark. Ich kann nichts machen. Jetzt kann ich wieder machen. Ja. Ich glaube, Ermich hatte in letzter Zeit allgemein Probleme. Gib einfach dein Bestes, ich heil dich. Im Notfall. Okay. Komm, das packst du. Sehr nice. Ich kann jetzt wieder das hier hochrutschen. Jo, passt. Level 7 vorüber. Jetzt kommt die letzte Welle und die ist wirklich hart. Also das muss man mal gesagt haben. Die ist wirklich hart. Kann man nicht anders sagen. Jetzt geht's los. Da kommen, ich weiß nicht, wie viele Goliaths gleich auf uns zu. Ich hoffe einfach mal, das passt. Okay. Erster Goliath, Luki, geht los. Ich verstecke mich mal hinter so ein paar Einheiten. Du schießt, ich heil dich. Müsste so passen. Jo. Ich heil. Dann rüste ich mir so ein bisschen die. Ich glaube, das ist Verteidigung meines Meches. Ja, aber ich sehe da jetzt eigentlich gerade gar keine Probleme. Nö, das passt. Wie sieht es hier unten aus? Ja, der macht das, ne? Ich halte dich mal, dann passt das. Hier sind gar keine Probleme und oben haben wir es scheinbar auch geschafft. Ja, ich glaube, das heißt, wir haben es geschafft. Was, es gibt noch eine neunte? Oh. Wie viele Wellen gibt es denn neuerdings? Das waren mal 8 in der Alpha. Ich glaube, es war die Alpha, ich weiß es gar nicht. So. Aus Gaias zurückzuweichen, ich halte dich. So. Oh, das wird trotz Heilen eng. Hau ab, Luki. Gut. Gut. Oh. Komm, schaffst du. Jo. Okay. Fast schon Max-Level. Okay, 3 können wir tragen. Beeil dich mit deinen 3 Sekunden, das waren früher mal weniger. Hier verändert sich allgemein so viel. Diese Generatoren hat man früher gar nicht gebraucht. Ich glaube, man hatte gar kein Einheitenlimit am Anfang. Das fand ich irgendwie sogar besser. War dynamischer. Als es nur auf Geld ankam. Welle 9 vorüber. Ah, und Victory. Okay, 9 Wellen. Da waren es vielleicht auch früher 9 Wellen und ich habe mich jetzt nur vertan. Kudos. Immer noch kein Level up. Aber das war's. Ju, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Gobo. Ciao.